Halbzeit gut mitgespielt, die Gegner auch im Aufbau gut unter Druck gesetzt. In der zweiten Halbzeit haben dann irgendwann die Kräfte nachgelassen. Und ja, aber wir haben gelernt. Ja, also Endspiel gegen den Lokalmatadoren, die waren sehr aktiv. Wir haben anfangs erste Halbzeit erst sehr gut gemacht, den Druck gegeben. Ich glaube, das einzige Team, das wirklich permanent versucht hat, Pressure zu machen. Haben es aber dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so hinbekommen. Auch Konzentrationsgeschichten. Ich habe auch die Line-Up relativ kurz anfangs gehalten mit 7, 8 Jungs. Und dann hat es sich geklappt. Und dann habe ich aber auch geguckt, dass einfach auch jeder was davon mitbekommt und spielt und einfach diese Erfahrung einsammelt. Von daher bin ich trotz alledem mega stolz auf die Jungs. Die haben sich durchgekämpft im Turnier und ja, war, denke ich, ein gelungenes Wochenende. No tak tenhle zápas jsme nepodceňovali. Šli jsme od začátku na plný výkon a myslím, že se nám to docela povedlo. A jsem s celým turnajem spokojený. Já teda taky dneska vstoupili jsme s dobrou energií do utkání. Bohužel jsme hodně věcí jasných neproměnili. Ty pozice jsme si dělali velmi dobře. Bohužel v ten poslední moment, to zakončení, tam jsme měli trošku problém. Takže se nás soupeř dlouhou dobu držel, i díky jejich vlastně agresivní obraně, kdy byli vytaženi po celém hřišti, šli i do zdvojení, taky jsme z toho udělali pár ztrát, ale nakonec jsme potvrdili první místo v turnaji a utkání zvládli a vyhráli.